endlich. Nach 4 Jahren bin ich echt reif für eine Auszeit. Unfassbar, wie tief man sich in so ein Projekt reinknien kann. Und ich war ja nicht allein. Über 100 Kollegen ging es genauso. Wir hatten alle nur ein Ziel. Das weltweit erste 9-Gang-Automatikgetriebe. Und zwar in Mercedes-Qualität. Das Beste eben. Wir wollten etwas ganz Neues entwickeln. Etwas, das es so noch nicht gab. Einen 9-Gang-Wandlerautomaten. Um die immensen Kosten aufzuteilen, haben wir einen Kooperationspartner gesucht. Ich weiß noch, das war nervenaufreibend. Nach langem Abwägen fiel dann die Entscheidung. Das müssen wir selber machen. Das war einfach die effizientere und wirtschaftlichere Lösung. Der Effekt ist eigentlich derselbe wie beim Fahrrad. Je mehr Gänge, desto leichter kommst du vorwärts. Das haben wir uns auch im Auto zunutze gemacht. Aber für 9 Gänge mussten wir ein ganz neues Getriebekonzept entwickeln. Der Drehmomentwandler gibt die Kraft des Motors ganz ohne Schlupf weiter. Und unser Fliehkraftpendeldämpfer sorgt für eine vibrationsarme Kraftübertragung, damit sich das Auto seidenweich fährt. Unser neues Getriebe hat jetzt 4 Planetenradsätze mit 6 Kupplungen. Die haben wir auf engstem Raum schlau gekoppelt. So haben wir 9 Gänge mit einer Riesenspreizung geschafft. Das hat so gut geklappt, das haben wir uns gleich patentieren lassen. Zum Beispiel bei Autobahnfahrten fährt man jetzt mit minimalen Drehzahlen absolut komfortabel. Mit knapp über Leerlaufdrehzahl bis aufs Reisetempo beschleunigen. Das soll uns erstmal eine nachmachen. Ich weiß noch genau, als die ersten Verbrauchsmessungen reinkamen. Großer Jubel im Team. Und das haben wir dann sogar noch weiter verbessert. Jetzt spart das neue Getriebe durchschnittlich 6,5% Sprit. 4 Jahre Entwicklungszeit haben wir da reingepowert. Viele Stunden harte Arbeit. Bei so einem Projekt zeigt sich, was in einem steckt. Und wo man seine Grenzen hat. Wir haben vieles richtig gemacht und klar, zwischendurch auch mal ein paar Fehler. Aber entscheidend war, dass wir uns genügend Zeit genommen haben, um die richtigen Lösungen zu finden. Milliarden Varianten haben wir im Computer durchgerechnet, bis das optimale Getriebekonzept ermittelt war. Wir wussten, 9-Gang-Stufen werden unsere Kunden nur dann akzeptieren, wenn sie gar nicht erst bemerken. Das heißt, du musst immer direkt den richtigen Gang erwischen. Aber wenn du willst, kannst du mit dem neuen G-Tronic auch sehr sportlich unterwegs sein. Das war es, was wir erreichen wollten. Komfortabel und gleichzeitig sportlich. Bei Zwischensports überspringt unser Getriebe auch mal ein paar Gänge. Mit der neuen Direktsteuerung wird der Schaltimpuls schneller umgesetzt. Das bringt richtig Durchzugskraft. Die kleinste Getriebeölpumpe der Welt. Das ist schon eine Ansage. Geht nur, weil wir eine zusätzliche elektrische Ölpumpe haben. Die sorgt für Power, wenn Höchstleistung gefragt ist. Fühlt sich einfach super an, wenn man weiß, das Ergebnis war den ganzen Aufwand wert. Man denkt ja beim Getriebe vor allem ans Fahren. Wir haben uns auch darum gekümmert, was beim Parken passiert. Den ersten Gang und den Rückwärtsgang haben wir sehr kurz übersetzt, damit man ganz gleichmäßig anfahren kann, auch ohne Gas geben. Und wenn ich eingeparkt habe, arretiert das Park-by-Wire-System das Getriebe. Die Verantwortung bei so einem Projekt also ist schon enorm. Das Getriebe wird ja in allen Heckantriebsbaureihen der Mercedes verwendet. Da steht jeder im Team unter Druck. Alles muss perfekt sein. Also das war schon eine Bewährungsprobe. Deshalb haben wir auch bei der Applikation nichts anbrennen lassen. Über 20 Millionen Testkilometer haben wir runtergespult. Das Getriebe erprobt und angepasst bei Testfahrten in Dubai, Schweden, auf der ganzen Welt. Aber entscheidend ist ja, das Getriebe dann auch in Serie gebaut zu bekommen. Das war nochmal eine echte Herausforderung. Den Aufwand für den Ventilblock werde ich nie vergessen. Die unzähligen präzisen Bohrungen, alle mit Toleranzen im Mühbereich.
Und dann 6000 Getriebe pro Tag. Dafür haben wir ein ganz neues Fertigungsverfahren entwickeln müssen. Bin gespannt, was unsere Mitbewerber jetzt machen. Weil, im Ernst, das müssen sie erstmal hinbekommen. Ein kompaktes Getriebe mit 9 Gängen, voll allradtauglich, mit dieser Schaltqualität und gleichzeitig so dynamisch. Mit einer derart markanten CO2-Reduktion. Außerdem auch bald hybridfähig. Und alles ohne Mehrpreis für den Kunden. Da bin ich aber mal entspannt. Aber sowas von.